Freunde, willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video, Leute, alles zu dem heutigen, sag mal, Content-Update. Denn heute am 12.05., dem Freitag zum Start ins Wochenende, ist einiges an Content wieder ins Game gekommen. Und zwar Stage 3, also Stufe 3 vom Star Wars Event. Ne, das Star Wars Event geht noch bis zum 23.05. Ganz, ganz wichtig. Also jetzt noch 11 Tage. Bis zum 23.05. werden wir dieses Star Wars Event haben. Nochmal möchte ich mich korrigieren. Ich habe gestern das finale Update-Video hochgeladen. Also am Dienstag, ne, dem 16.05. wird das finale Update kommen, wo wir extrem viel bekommen. Dann wird es wahrscheinlich noch ein Update dazwischen geben, ne? Also damit ihr da Bescheid weißt. Und natürlich kommen wir jetzt zu den Live-Event-Infos, ne? Es wurden einige Daten aktualisiert. Alles, was ihr jetzt tatsächlich schon zum Live-Event wissen müsst. Gerne, gerne abonnieren, kostenlos abonnieren. Natürlich auch die Glocke aktivieren, damit ihr bis dahin auf dem Laufenden bleibt. Alles mit Star Wars Stage 3 Live-Event. Alle Infos im Video. Zusätzlich würde es mich freuen, würdet ihr mich auf Instagram abonnieren bzw. mir dort folgen. Dort kriegt ihr nämlich relativ schnell alles mit. Gestern zum Beispiel kamen die Live-Event-Infos, habe ich direkt dort hochgeladen. Da kriegt ihr erstmal so alles im Überblick mit und hier auf YouTube alles detailliert. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Einmal natürlich in Fortnite klicken wir auf den Item-Shop. Und wenn wir hier im Item-Shop sind und zu täglich scrollen, sehen wir den sogenannten Wackelboxer. Diese Spitzhacke war, ich mache meine Facecam mal hierher. Diese Spitzhacke war tatsächlich, ich sag mal so, die seltenste Spitzhacke in-game. Das war die seltenste Item-Shop-Spitzhacke, knapp 1600 Tage nicht im Shop. Sie war das letzte Mal in Kapitel 1, Season 8 im Shop, also ihr wisst das in Jahren, ne? So lange war sie tatsächlich nicht mehr im Shop, jetzt ist sie wieder da. Und diese Pickaxe ist jetzt leider wieder da, beziehungsweise für die Leute, die sie hatten, ja, die haben wirklich Pech gehabt. Aber Leute, dementsprechend haben wir jetzt eine neue seltene Item-Shop-Pickaxe. Und zwar, Leute, ist diese Spitzhacke, ne? Der Moonbone oder Mondknochen, Mondknochen ist jetzt die seltenste Spitzhacke. Also diese Spitzhacke, wer die habt, jetzt habt ihr die seltenste Spitzhacke, die war 1500 und zwei Tage nicht mehr im Shop. Also auch seit Chapter 1 nicht mehr. Allgemein muss ich sagen, finde ich es relativ nice, ne? Beziehungsweise, was heißt nice? Echt verwunderlich. Die letzten Tage kamen echt viele Items, die schon ewig Jahre nicht mehr im Shop waren. Also Fortnite haut auf jeden Fall die seltenen Items hier richtig, richtig raus. Ja, Leute, jetzt kommen wir zur Star Wars, ja, sag ich mal, Stage 3. Und zwar, wenn ihr auf Aufträge klickt, auf Finde die Macht und das noch nicht gemacht habt, ist ja ein Ausrufezeichen, geht wie gesagt noch eine Woche und drei Tage. Wir haben neue Aufgaben, beziehungsweise jetzt fast die finalen Aufgaben, ne, in fünf Tagen kommen nochmal welche. Aber hier seht ihr einige neue Aufgaben, also sehen wir hier tatsächlich Fall der Republik, werden die genannt. Und sind tatsächlich einige Leute, also macht die, dann kriegt ihr wie gesagt hier diese, wie soll ich sagen, diese Punkte, diese Marken und könntet dann hier in dem Star Wars Battle Pass einlösen, um am Ende diese Skins zu haben und allgemein den kompletten Pass durchzubekommen. Also Aufträge sind neue da für diesen Pass. Dann natürlich, Leute, bin ich auch hier oben fast fertig, wenn ich die Facecam wieder ein Stückchen verschiebe. Seht ihr hier oben, der Gleiter hat 2 von 3 Stufen. Ihr müsst 12 Aufgaben machen, da kriegt ihr eine Medaille, dann nochmal 12, dann kriegt ihr die zweite Medaille, wo ich jetzt bin. Dann macht ihr nochmal 12 von den Aufträgen, dann habt ihr die dritte. Das heißt, ihr müsst insgesamt 36 Star Wars Aufträge machen, um diesen Gleiter ja, zu bekommen. Ich habe jetzt schon 2 von 3. Auf jeden Fall macht die Aufträge, da levelt ihr den Pass und spielt euch den Gleiter frei. So, Leute, wir sind auf der Starterinsel. Schaut mal dort oben, was wir dort haben. Ja, Leute, was haben wir hier oben, wenn wir hier bei Frenzy Field gucken, also in den Himmel einmal über uns. Was ist dort, Leute? Perfekt, mein Hängegleiter. Genau, oh Mann, wir lassen uns so fallen. Das seht ihr, die Star Wars Schiffe. Diese Star Wars Schiffe sind tatsächlich immer noch an derselben Position wie beim letzten Update. Also diese Position hat sich nicht verändert. Das bedeutet, sie haben sich bis jetzt noch nicht bewegt. Wird dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen soweit sein, dass die hier diese Kriegsschiffe sich in den nächsten Tagen bewegen. So, Leute, jetzt eine neue Sache. Und zwar Darth Vader. Den Skin, den wir gerade spielen, ist wieder in Fortnite. Er war ja in Chapter 3 drin, Darth Vader. Und Darth Vader ist genau auch hier in der Map. Und hier, genau dort hinten, ist er jetzt auf der Karte. Es ist so, so nice. Dort sind jetzt Zelte. Hier, Leute, seht ihr Darth Vader rumhoppeln. Der schlägt gerade irgendwie Lama kaputt hier. Aber er hat immer noch sein rotes Lichtschwert, welches er werfen kann. Also hier seht ihr Darth Vader, diese Trooper. Er ist jetzt genau hier hinten, wo ich bin, auf der Karte. Also einmal hier oben neben diesem kleinen grünen Gebiet ist er auf der Karte. Finde ich sehr, sehr nice.
Außerdem, Leute, wurden die Bots replaced, ne? Die Bots hier waren ja immer diese ganz normalen Trooper. Jetzt sind hier ein bisschen andere Trooper. Und zwar diese, die sind ein bisschen gestreift jetzt. Also hier sind die Bots. Und Darth Vader ist da. Also Darth Vader ist jetzt tatsächlich auf der Fortnite-Karte erschienen, ne? Ziemlich, ziemlich geile Sache. Und genau, Leute, das ist, jetzt ist hier ein bisschen Action rum tatsächlich. Genau so sieht das aus. Das ist hier direkt oben neben dieser Burg. Dort unten ist natürlich ja dieser, ich sag mal, dieser Tankstellenplatz. Och man, jetzt nervt mich mal nicht. Hier ist Star Wars, sein Lichtschwert, beziehungsweise das Lichtschwert von Darth Vader. Werden wir mal usen. Das ist auch ein rotes Lichtschwert. Aber nicht zu verwechseln mit dem Lichtschwert, welches jetzt in-game ist. Und zwar, Freunde, habe ich euch gerade so die Star Wars Waffe gezeigt. Also, beziehungsweise, ne, Darth Vader ist jetzt oben nördlich auf der Karte zu finden. Ihr kriegt das Darth Vader Lichtschwert, ne. Dieses Darth Vader Lichtschwert kann natürlich umhergeschossen werden, kommt wieder zurück. Also, wie in Chapter 3. Aber, Leute, wenn ihr das allererste Mal heute, ja, eine Battle Royale Runde startet und somit natürlich auf die Karte fliegt durch den Battle Bus und aus dem Battle Bus rausjumpt, werdet ihr hier hören, kommt diese ganz berüchtigte Line, Exit Time has come. Ich mach's ein bisschen lauter. The time has come. Execute Order 66. Genau das wird kommen, wenn ihr die allererste Runde heute spielt. The time has come, execute order 66. Das, ne, kennt ihr alle, habe ich euch schon mal erzählt in einem Video. Und genau das ist ein Dialog, den ihr kriegt ihr bei der allerersten Runde, die ihr dann heute spielt. Sehr, sehr geil. Jetzt kommen wir zur, ich sag mal, Spider-Man-Collab, beziehungsweise Spider-Man-Kooperation. Diese Kooperation wird zwischen dem 18. Mai und dem 8. Juni kommen. Also zwischen dem 18. Mai und dem 8. Juni wird diese Kooperation kommen. Wir werden hier diesen Spider-Man-Skin hier in den Shop bekommen. Also hier Miles Morales hier, genau diesen schwarzen Spider-Man, sage ich mal, wird zwischen dem 18. Mai und dem 8. Juni erhältlich sein. Ziemlich geil, da startet die Kooperation. Wir werden dann auf der Karte wieder Netze bekommen, wie in Chapter 3, ne, diese Netze, sehr, sehr geil. Die Spider-Man-Waffe, ne, diese Web-Shooter, weiß man noch nicht, ob die kommen werden. Wäre natürlich mega, mega geil, aber auf jeden Fall, so solche Netze auf der Karte werden wiederkommen. Hier Miles Morales wird zwischen 18. Mai und dem 8. Juni wiederkommen. Dann seht ihr hier einmal, ja, wie soll ich sagen, Goku, Son Goku in der Black-Variante. Das heißt, wir werden eine weitere Fortnite X Dragon Ball Kooperation bekommen. Die wird bald soweit sein, ne? Wir werden, also wir wissen nicht, wann sie kommt, da gibt es kein bestimmtes Datum, aber auf jeden Fall wurde genau dieses Bild, was ihr hier gerade seht, aus Versehen, man geht von aus Versehen aus, im PS, also im, von der PlayStation im Store aus Versehen schon gezeigt. Ob das Absicht war, weiß man nicht, aber die meisten, beziehungsweise eigentlich geht man davon aus, dass das ein aus Versehen war, aber die Fortnite X Dragon Ball Kooperation, die wir bekommen werden, beziehungsweise diesen Black Son Goku Skin, ziemlich schöner Skin, könnt ihr euch hier anschauen, genau so wird er aussehen und diesen Skin werden wir jetzt auch bald bekommen, also noch ein bisschen abwarten und dann kriegen wir den auch, das bedeutet einmal hier diesen Black Son Goku, dann jetzt auch noch Anfang Juni so ungefähr, ja, hier Miles Morales, also Spider-Man, ziemlich geil. Hier nochmal der Darth Vader Ordner, hier wird Darth Vader erscheinen, das ist oben bei diesem kleinen grünen Bereich, dort wird er jede Runde sein, könnt ihr euch einen einfach killen und sein Lichtschwert absneaken, da sind natürlich auf jeden Fall sehr, sehr viele Gegner immer. Jetzt kommen wir zum Live-Event. Ich habe jetzt gefühlt jedem Video schon gesagt, yo, wir wissen ja gar nicht, wann es kommt, um was es geht und so weiter und so fort. Und zwar fangen wir grob an. Ihr wisst, wir haben die Risse auf der Karte. Die Risse sind jetzt in Stage 2 oder in Stage 3 von der, ja, ich sag mal, Wucht her. Wie krass die sind, die Erdbeben, die wir haben. Und die sind schon ziemlich krass, die Erdbeben. Die Erdbeben sind durch die Risse da.
Die Risse sind vermutlich durch einen Vulkan, der jetzt noch nicht da ist. Beziehungsweise es ist, gibt jetzt noch keinen Vulkan. Der Vulkan wird dann höchstwahrscheinlich mit Chapter 4 Season 3 kommen. Denn wir wissen, Chapter 4 Season 3 soll ganz genau eine Tropical Season sein. Eine tropische Season, beziehungsweise eine Season mit tropisch, mit Kakteen, Palmen und so weiter und so fort. Eine Vulkan-Season. Und genau, wir werden dort, wir haben schon einige Details wie im Vulkangestein, diese Vulkangeysire, Dinos und so weiter. Also das geht alles in das tropische Thema. Finde ich sehr, sehr geil. Das Live-Event wird höchstwahrscheinlich auch dann was mit einem Vulkan zu tun haben. Wir haben jetzt tatsächlich die allerersten offiziellen Infos, beziehungsweise geleakten Infos. Und zwar, Leute, arbeitet Epic gerade an einer Playlist, beziehungsweise an einem Event, was unter dem Namen Durian gespeichert ist, gell? So ist die ganze Geschichte und so wurde das geleakt. Möglicherweise, habe ich geschrieben, ist es das Live-Event am Ende der Season 2 und wir gehen ziemlich, ziemlich stark davon aus, weil es würde keinen Sinn machen, würde es ein Event für eine andere Season sein, versteht ihr? Und es wurde auch tatsächlich, weil es das auch noch sehr gut passt, die Night, beziehungsweise wurde was im Nachtordner ja aktualisiert, sprich, wir haben das Live-Event am Abend, über Nacht ist eine Downscreen, also da ist ein Screen, wo eine Zeit von 14 Stunden 30 Minuten steht und das ist ein Screen, der uns dann 14 Stunden 30 Minuten im Hintergrund anzeigt und dann wissen wir, jo, dann startet die neue Season. Genau dieser Ordner, wo diese Vorlage drin ist, wurde aktualisiert, wenn man so sagen möchte. Das bedeutet, wenn das aktualisiert wird, denke ich mal davon, dass es für ein Event ist und dass es auch dann endlich für das Season 2 Live-Event sein wird. Also Leute, arbeitet Epic schon daran, Durian, das ist höchstwahrscheinlich das Live-Event Season 2. Sie haben auch schon den Night Downtime Screen schon hier aktualisiert. Ich freue mich ziemlich, ziemlich sehr. Eine Info, wann die ganze Geschichte denn startet. Genau, so wie es jetzt aussieht, startet am 9.6. bzw. am 10.6. die Season. Also am 9.6., dem 9. Juni 2023, wird der letzte Tag in der Season 2 sein. Und gegen Abend werden wir dann das Live-Event erhalten. Und am 10. oder 11.6. werden wir dann die Season 3 bekommen. Also 10. oder 11.6. Season 3. So in dem Dreh wird die ganze Geschichte nämlich auf die Server aufgespielt werden. Dann hat das eigentlich hier gar nichts mit Fortnite zu tun, beziehungsweise mit den aktuellen Geschehnissen. Hier seht ihr die Fortnite Chapter 3 Season 1 Map. Ich wollte nur hier mal einspielen, wie sexy sieht diese Karte denn aus, ne? Ich vermisse die echt. Die war echt ziemlich, ziemlich geil. So, das war die Chapter 3 Season 1 Karte. War echt eine ziemlich, ziemlich geile Karte. Wollte ich euch einfach mal zeigen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu der Karte in die Kommentare. Ich fand sie richtig, richtig geil. Ja, Leute, lasst das Bild auf euch wirken. Was seht ihr hier? Fortnite Battle Royale Chapter 5. Hä? Chapter 5? Ganz genau, Leute. So wie es aussieht, ist Chapter 4 Ende dieses Jahres, beziehungsweise schon am 30.11., also dem 30. November 2023 vorbei. Denn Chapter 4 wird genauso wie Chapter 3, ja, ganz genau, was haben? Die gleiche Season-Anzahl, ganz genau. Chapter 3 hatte ja auch eine Season, 4 Seasons. Genauso wird es mit Chapter 4 sein. Chapter 4, Leute, wird nur 4 Seasons haben. Das heißt, wir gehen jetzt in die Dschungel-Season, Season 3 rein. Und Season 4 wird höchstwahrscheinlich wird Chapter 5, beziehungsweise Chapter 4 jetzt dementsprechend, Chapter 4, Season 4, wird dann die letzte Realität-Season sein, wo alles zurückkommt, höchstwahrscheinlich. Dazu kommt noch ein extra Video. Auf jeden Fall, Leute, geisteskranke Info. Chapter 5 startet roundabout Ende November, Anfang Dezember dieses Jahr. Das bedeutet, Leute, bis ungefähr zum 30. November, beziehungsweise zum 1. Dezember, also ungefähr so Anfang Dezember, wird dann dieses Chapter 5 starten in Fortnite. Ich bin mega, mega gehypt, ne? Es ist so geisteskrank, das wurde jetzt tatsächlich geleakt. Ich bin echt hyped. Was soll ich sagen? Alles in dem Video nochmal hier im Überblick. Ihr seht hier tatsächlich schön nochmal Fortnite Chapter 4 Season 2. Wir fangen an, ganz genau, Leute, mit Chapter 5. Chapter 5 ist leider, beziehungsweise, was heißt leider? Ich freue mich drauf, Leute. Chapter 4 endet so Anfang Dezember, Ende November dieses Jahres. Bedeutet, Chapter 4 wird auch nur 4 Seasons haben. Genau, 4 Seasons wird Chapter 4 haben und wird Ende dieses Jahres enden. Sprich, wir werden Ende dieses Jahres schon in Chapter 5
sein, Leute. Dann natürlich Live-Event-Info. Storyan arbeitet da Fortnite an einer Playlist dran. Und auch die Night, der Night-Tag wurde aktualisiert. Also auch der Downtime-Screen wurde aktualisiert. Das bedeutet, sie arbeiten tatsächlich schon am Live-Event. Zudem, Leute, extrem seltene Spitzhacke im Item-Shop. Neue seltene Spitzhacke ist natürlich jetzt da. Sehr, sehr geil. Zudem natürlich noch Darth Vader und das Star Wars-Update. Ne, wir haben neue Trooper, beziehungsweise Darth Vader ist auf der Karte gelandet. Ne, Darth Vader landet mit seinem roten Lichtschwert, welches ihr euch aufheben könnt, schwingen könnt, wie so ein Boomerang, auf der Karte. Also Darth Vader ist da. Wir haben neue Star Wars-Crest und so weiter und so fort, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Live-Event-Infos Chapter 5. Ich weiß nicht. Ich tatsächlich, ich bin mega, mega hyped. Das war's gewesen. Haut rein. Euer Schmerle und ciao.